Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück, liebe Deponia-Fans und Fans meines Kanals. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, Bebibozo quasi hier direkt von dem Balken vor uns herunterzureißen, ohne dabei in den Abgrund zu stürzen, damit der Barry endlich sein neues schickes Foto bekommt. Aber wir haben schon gesehen, wir brauchen den Haken und irgendwas anderes, was wir momentan nicht besitzen. Wir können ja einfach mal hier Irgendwie bezweifle ich, dass er Fliegenfliege. sich damit ködern lässt. Na gut, dann nicht. Komm her! Hey! Oh. Na gut, dann nicht. Und dann gehen wir erst noch mal runter. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Das zeigt doch nur, wie wenig du von Heldentaten verstehst. Man muss immer bis zur letzten Sekunde warten, sonst wirkt es nicht. So ist es. So, und wir geben erstmal ein paar Sachen hier wieder, die wir haben. Zu dem anderen Rufus, denn scheinbar können wir damit hier oben immer noch nichts anfangen. Was haben wir denn noch so Schönes? Ah, obwohl, die Muttermilch könnten wir für Baby Boso vielleicht noch brauchen. Und jetzt versuchen wir nochmal, die gute Tony in den Wahnsinn zu treiben. Und chillen uns einfach mal hier hin. Während wir nochmal nach unten gehen und. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Frequenz. Wir sollten vielleicht doch nochmal zurück und ein bisschen an den Knöpfen drehen hier. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Na, aber ich sitze doch. Ich will da rein. Nun mach doch, Komm komm schon, schon. Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Oh Das doch. ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. So, wir geben das doch noch mal zurück, das gute Babyphone. Vielleicht können wir es ja irgendwie mit dieser Maschine Gute Idee. kombinieren. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyphone einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Das ist echt traurig. Aber jetzt versuchen wir doch mal nochmal zu funken. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Ja, tschüss dann. Das haben wir toll gemacht. Wir sind so awesome. Und ihr möchtet bestimmt mit diesem Soll ich euch Papierflieger was spielen. vorlesen? Oh ja. Urlesen. Sehr freundlich, Herr Rufus, aber hier geht das nicht. Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Mann, die sind echt ultra nervig. Ah, naja, egal. Jetzt können wir hier lustig Huhu, alles. bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung. Gibt's denn hier noch Schönes, was wir jetzt vielleicht benutzen könnten? Da vielleicht noch was Neues drin? Nope. Leider nicht. Na gut, dann gehen wir mal gucken, was der Onkel Doc der gute Tony verschreibt. Denn das brauchen wir auch unbedingt für unseren Freund Boso. Was ist da los? Da ist die Tür zu. Ich glaube, es hakt. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen?
Dann gehen wir nochmal zu unserem Strickhändler und des Vertrauens. Jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Naja. Aber ich habe hier einen lustigen Flyer gelootet, den ich der guten Toni jetzt einfach mal in den Kopf werfen werde. Ja. Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Das war ja nicht so gut. Dann holen wir uns den einfach mal ganz schnell wieder. Meins. Dies hier ist ein Schrieb von den heiligen drei Bären. Mama Bär, Papa Bär und Ninja Dress Bär. Was schreiben sie? Sie schreiben, sei nicht so neugierig, du Pflaume. Oh, ist aber nicht nett. Egal, wir versuchen das einfach nochmal mit dem Flieger. Ja, das wäre die perfekte Untermittler. Naja, das wissen wir ja schon. Oh. Was hier muss es seltsame Abwinde geben. Oh, ich hab da eine Idee. Zwar brauche ich meinen Papierflieger zurück. Gib, gib, gib. Meins, meins. Jetzt klappen wir einfach mal unseren Liegestuhl hier irgendwie aus. Oder... auch nicht. Wenn Sie sich fragen, ob der Strick auch zu Ihren Sachen passt, wir haben dasselbe Modell auch noch in Ocker, Mauve, Eierschale und Burgunder. Aha. Und dafür bin ich jetzt hier hochgerannt? Gut, vielleicht können wir das Schild hier irgendwo unterbringen. Nee, auch nicht. Da sollte ich lieber nicht stören. Verdammte Axt. Weil ich hier Flyer nicht darüber werfen kann. Was tue ich dann? Schick. Kann ich was kaufen? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Willkommen in Morbid Moe's Strickparadies. Morbid Moe, oh Mann. Gut, jetzt ist die Toni da, wir können ihr nichts zuwerfen und unsere Plagegeister gehen uns immer noch auf den Keks. Hallo, teig das, Frau. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1 Lotti 25. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Wo nehmen wir nur die Aushilfe her? Der Postbote wäre doch eine gute Alternative. Ach, die sind immer noch zugange hier. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Oppi ist immer noch am Kochen. Was machen wir mit diesem Schild? Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Oh, das schmeiße ich jetzt mal Lotti an den Kopf. Gleich wieder zurück hier. Oh, Private Lotti. Schau mal hier. Unvermittelbar. Gut. Dann wohl nicht. Macht jetzt mal einer auf hier. Hallo. Mir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knacken. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Krummel, krummel.
Guti, dann gucken wir mal, was sonst noch so Schönes hier irgendwo rumliegt. Müssen irgendwie diese Abwinde verhindern. Würde ich behaupten. Können wir vielleicht von irgendwo anders, von hier hinten loswerfen? Ja, das und das zieht mittlerweile nach. Oh, hier muss es seltsamer. Scheinbar nicht. Na gut, dann ab da nach unten. Immerhin brauchen wir unser Fliegerchen. Meins. Hier unten irgendwo den Liegestuhl aufschlagen. Auch nicht. Barry! Er wird niemals so tiefenentspannt sein wie ich. Da hilft auch kein Liegestuhl. Ja gut, dann nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, liebe Leute. Das soll uns aber nicht davon abhalten, hier irgendwie zu Rande zu kommen. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Hier. Und? Ja, ja, ist ja gut. Geh hoch da. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Was haben wir denn hier noch für eine schöne... Keine Leine, die man benutzen kann. Ein Heizstrahler. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andermal. Vielleicht. Aber ich möchte ihn haben. Und zwar jetzt. Kann ich mir den... Sorry, Rufus. Ein andermal. Ich habe dafür leckere Bratensoße. Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Ach, Menno. Sie dürfen es nur nicht sehen, wie ich es mopse. Genau, ich bringe ihnen einfach das Schild. Hau ihnen es auf den Kopf und klau mir dann den Heizstrahler. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kanalisation gibt es nur 5 Slotti. Da reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen aus. Wie jetzt? Du hast eine Solo-Karriere gestartet? Wir hatten doch noch Ziele mit der Band. Richtig. Was gibt mir diesen Heizstrahler? Los. Hallo, ihr zwei Turteltauben. Oh yeah. Gut, reiß dich zusammen. Hallo, Rufus. Ich möchte euch doch eine Freude machen und euch von eurem Heizstrahler lösen. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Lasst euch einfach überraschen. Und zitterst du etwa? Oh, halt mich. Wir sehen uns. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Gut. Okay, wir haben immer noch unser Babyfon. und die leckere Bratensoße. Würdet ihr meinen tollen Liegestuhl kaufen? Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Alles klar. Ihr wollt ein Problem. Nein! So, dann mal runter hier. Was war eigentlich bei dem Kollegen? Das ist schon zu lange her. Ich hätte da auch noch ein paar Kinder. Bisschen dreckig, aber kaum gebraucht. Gib dir keine Mühe, Junge. Die Show kostet 5 Slotti. Ach Mann, ey. Ich bin kein Affe. Hast du Hunger? Ach, hätte ich doch nur ein paar Erdnüsse dabei.
Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen Warum nur nicht? Einer. Irisch. Gut, wir brauchen den Heidstrahler irgendwie. Und wir brauchen irgendwas, um diese Kiste aufzubekommen. Und nein, den Typen, mit dem müssen wir uns nicht unterhalten. Mal gucken. Hierfür und... Hallo. Ach, das findet sie wieder lustig. Was war denn an dem Pilz hier drüben? Ach ja, die Rakete. Hör auf zu lachen! Aua! Das ist nicht lustig! Aua! Wir müssen irgendwo etwas übersehen haben, das wir unbedingt brauchen, um uns, ja, der Kinder zu entledigen, um in den Pub zu gelangen. Aua! Aber was nur? Ich frage mich nur was. Muttermilch wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir haben immer noch das Antragsformular. Solange das Formular. Wir können es ja nicht ausfüllen, weil uns ja Ersatz irgendwie. Was werde ich denn mal beantragen? Hallo? Was ist? Das war ja klar. Ich würde gerne mit diesem Rufus auch handeln können. Das wäre echt super awesome. Dann könnte ich ihm das Ersatzirk zusticken, das ich bereits besitze. Problem an der Sache ist, aber keine Möglichkeit, ihm irgendwas zukommen zu lassen. So, vergiss es, du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na ich. Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Ist aber aggressiv. Putz dir mal die Zähne, Kollege. Vergiss es, besser. Na gut. Also wir haben nur die Möglichkeit zwischen Rufus 1 und 2. Und mich lässt das Gefühl nicht los, dass ich irgendwie an diesen Heizstrahler kommen muss. Aber ich habe keine Ahnung. Und wie verhindern wir hier die Abwinde? Haben wir vielleicht hier irgendwie eine andere Möglichkeit noch heranzukommen? Nein, eigentlich nicht. Bozo! Ja, ich habe einen Job für dich. Das ist genau das Richtige für dich, damit du endlich mal da oben aus deinem Zimmer schon rauskommst. Und dann geht's dir auch wieder gut. Oh nein, dann brauche ich erstmal ein Schild. So. Schau mal, einer guck. Was ich für dich Momentan habe. Ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Er hockt nur da, glotzt in die Luft und murmelt unverständliches Zeug. Er könnte noch Spieleautor werden. Naja, wäre doch eine Variante. Aber Bozo, schau mal hier. Der schnelle Weg ist meist auch der bessere. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Na gut. Dann wohl nicht. Ja, ja, schon gut, Alter. Und der Sparschwein ist sonst auch nicht ran. Der ist aber auch schwierig. Der. Oh, jetzt kommt mir die Idee. Opa Bozo, schau mal hier. Das soll das Richtige für dich. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Gut, der Opa will auch nicht bei der Tagtaschenfrau anfangen. Vielleicht der Briefträger. Hast du Interesse an einem neuen Job? Nicht wirklich. Ich hänge irgendwie an meiner Arbeit. Schatzkeks. Naja, mit diesen weisen Worten des Briefträgers verabschieden wir uns aus dieser Folge Let's Play Good Friday Pioneer.
und sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, what the fuck to do? Hier in Deponia mit Mystix, das bin ich.